Die Dampfstraßenbahn kommt am Löwen an. Waren die vielen Kinder Neugierige, Filmkomparsen oder holten sie tatsächlich ihre Väter ab, die vom Schenk, vom Röder, von der Knell, vom Merck oder sonst woher kamen? Gefilmt zu werden war ja schließlich etwas Sensationelles damals. Das Dampfross musste rangieren. Der Anfang der Weiderstädter Straße gegenüber dem Schwanen. Bauernfuhrwerke prägten noch das Straßenbild. Autos waren selten. Ein Blick in die damalige Dieburger Straße, heute Messlerstraße. Idylle am Schwanen 1922, heute die hochfrequentierte Bundesstraße 3. Das frühere Gasthaus Weißes Ross mit dem heute noch erhaltenen Torbogen. Unser Rathaus, 1840 anstelle des alten von 1589 neu erbaut. Der Mitteleingang war bis 1929 in Funktion. Nicht nur in der Orhelia Gasegasse gab es Gase, auf Hochdeutsch Ziegen, die Kuh des kleinen Mannes. Ziegen und Schweinchen halfen mit, die hungrigen Mäuler der meist sehr zahlreichen Kinder zu stopfen. Der Schutz an der Bachstraße, nahe der Apotheke. Hier konnte das Wasser angestaut und als Pferdeschwemme genutzt werden. Die Aheilige Kirche, ein Stück Ortsgeschichte. Viele Generationen gingen hier aus und ein Leben lang. Das Schenk-Zweigwerk Aarheiligen. Es entstand hier 1898-99. Schon viele Güter nahmen von hier ihren Weg in die weite Welt. Und die Main-Neckar-Bahn rauscht dort schon seit 1846 vorbei. Fleißig waren sie schon immer, die Schenkse. Feierabend bei Schenk. Die Babas mit ihrer Batschkap, mit der Schaffertasch und einem Hengelmann drin, werden von den Kindern abgeholt. Damals war der Lindenweg noch ein sandiger Feldweg. Schultüre auf zur großen Pause. Die weißen Schürzen waren eine Zierde der Mädchen.
die Damen und Herren Lehrer, aber nicht alle waren sie so honorisch streng, wie man ihnen nachsagte. Pausenbetrieb auf dem Orhelier Schulhof, ein buntes Leben und Treiben, damals wie heute. Und je, unser Orhelier Wissje, der kleine Durchgangsweg am jetzigen Kindergarten in der Bachstraße. Und nun nix wie rinn in die neu eröffneten Biophon-Lichtspiele des Herrn Ammann zum neuesten Tonfilm mit Greta Garbo, Harry Peel oder Shirley Temple. Für die Kinder Mickey Maus und Pat und Patterson.